Ich schaue mir seit einem Jahr an, was in unserem Land los ist, und ich möchte auswandern. Ich halte das nicht mehr aus. Und das ist eine Stimme aus der Mitte der Gesellschaft. Die Aktion Hashtag alles dicht machen hat Wellen geschlagen. Es wurde bewusst entschieden, die Videos nicht mit einem Statement zu flankieren, denn dann hätten alle nur über das Statement geredet. Aber das heißt nicht, dass wir nichts zu sagen hätten. Übersetzung: Wir sind zu entfremdet von euch normalsterblichen Orthonormalbürgern und haben auch sonst nicht viel Ahnung von dem Thema. Wir sehen nur, wie die 40 Stunden BRD-Sklaven, die unsere Promi-Harzer-Spesen finanzieren, sehr wütend sind auf die Corona-Maßnahmen, und wir lieben es, positiv im Rampenlicht zu stehen, während wir den Standard-Kundenmeinungs-Massengeschmack widerspiegeln. Wir leugnen auch nicht Corona oder stellen in Abrede, dass von der Krankheit Gefahr ausgeht und Menschen daran sterben. Das macht's eigentlich noch schlimmer, da niemand von diesen ARD-Z-Promis auch nur ansatzweise Vorschläge für bessere Corona-Maßnahmen macht. Ich nenne das das Jordan-Peterson-Syndrom. Kermit Peterson hat nämlich auch nie in seinem Leben eine klare Aussage getroffen, geschweige denn einen seiner Punkte klar ausgeführt. Diese Wohlstandsklassenverräter fühlen sich das erste Mal in ihrem Leben unterdrückt, weil sie ihre Champagnerfeten nicht mehr legal mit der gesamten arbeitslosen Zeckenzähne in ihrem luxuriösen Parkanlagen gestalten dürfen. Na klar hat unsere Bundesregierung klar versagt mit ihren Corona-Maßnahmen, aber es bedarf eigentlich nur einen Blick nach China, Vietnam oder Nordkorea, um zu sehen, dass das Problem nie die Maßnahmen an sich waren, sondern die Tatsache, dass die Bundesregierung nur Maßnahmen simulieren kann. Ich arbeite selber seit Beginn von Corona 40 Stunden in einem nicht essentiellen Job und ich habe bisher noch nie etwas von einem Lockdown mitbekommen. Können wir ja auch nicht, weil unsere Wirtschaft dann zusammenbricht. Ja, ganz schöne Scheiß, wenn unsere Wirtschaft so privatisiert ist, dass das Leben von Millionen von Arbeitern nicht so viel wert ist wie die schwarzen Zahlen eines Krawattengassigeher-Projekts, oder? China hatte dieses Problem zum Beispiel nicht. In China haben nicht über 1 Million Menschen ihre Arbeit verloren. China konnte einen greifenden, harten Lockdown machen und ist bereits seit Anfang März letzten Jahres, 2020, raus aus der Pandemie. Es ist wirklich Sowjetunion, China, Nordkorea, wie es im Buche steht, ja. Wir hatten insgesamt über 3,5 Millionen bestätigte Corona-Fälle und über 85.000 bestätigte Todesfälle bei gerade mal 80 Millionen Einwohnern. China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Das ist das 17,5-fache Deutschlands, und sie hatten gerade mal 90.000 Corona-Fälle mit nicht einmal 5.000 Toten. Und das, obwohl sie als erstes reagieren mussten. Das eigentliche Problem sind nicht die Lockdowns an sich. Das Problem sind die soften Pseudo-Lockdowns der Bundesregierung und die Verschiebung des Pandemie-Konterkampfes auf persönliche Verantwortung. Jeder Tote hierzulande, jede verlorene Kindheit der Gen Z und jeder rechtsradikalisierte Querdenker geht auf die Kappe unserer unfähigen, neoliberalen, zentristischen Regierung von Oligarchen-Marionetten. Warum ich hier bin? Weil ich Angst um unsere Demokratie habe und um die Freiheit. Weil ich im Moment hier lebe in einem Staat, in der mir weniger Rechte gewährt als Nordkoreas täte. Vielmehr geht es um die Corona-Politik, ihre Kommunikation und den öffentlichen Diskurs, der gerade geführt wird. Wir üben Kritik mit den Mitteln von Satire und Ironie. Wenn man uns dafür auf massivste Art und Weise beschimpft und bedroht, ist das ein Zeichen, dass hier etwas in Ungleichgewicht geraten ist. Hier wurde bewusst nicht konstruktive Kritik geschrieben, da nichts an diesem unspezifischen, nicht fachkundlichen Rumgeschwurbel auch nur ansatzweise als solche klassifiziert werden kann. Das Ungleichgewicht, das diese Kundenlecker gerade erfahren, ist nichts anderes, was jedem Menschen mit einer kritikwürdigen Meinung im Leben widerfährt. Nur sind diese verhätschelten Helden der Lach- und Spaßgesellschaft einfach keine großflächige Kritik gewöhnt. Das sieht man auch schon daran, dass 27 der 54 ihre Videos wieder feige runtergenommen haben, ohne etwas mit Substanz gesabbelt zu haben, außer: Ich bin so privilegiert, dass ich mich wie in einer Diktatur fühle, weil ich nur mit Maske Kaviar shoppen gehen kann. Das ist literally 1984. Wir lassen uns auch nicht in eine Ecke stellen mit Rechten, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern. Auch die AfD steht für alles, was wir ablehnen. Wenn man sich nicht traut, Selbstverständlichkeiten anzumahnen, weil man Applaus von der falschen Seite fürchtet, dann zeigt das allenfalls, dass der Diskurs in eine Schieflage geraten ist. Dass sich diese Person der Öffentlichkeit von den neobraunen Ratten der AfD und dessen bürgerlichen Geschwüren distanzieren, hat ebenfalls keinen Grund, außer dass sie ihr Geld damit verdienen, die Meinung der gewöhnlichen Wald- und Wiesenmasse in Deutschland zu reflektieren. Wenn die AfD auch nur 51% Zustimmung in der Bevölkerung hätte, wäre jeder dieser Klassenfeinde ausnahmslos in der ersten Reihe der Goebbels-Volksfront.
Nicht alle in dieser Gruppe sind Gegner eines wie auch immer gearteten Lockdowns. Einige schon, aber darum geht es nicht. Wir behaupten auch nicht, es besser zu wissen und auch nicht, dass alle Maßnahmen falsch sind. Es geht nicht um Virenzahlen und Kurven. Es geht um die Art, wie Staat und Bürger interagieren und um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Es geht darum, dass Kritik am Lockdown ein legitimer Standpunkt ist, der sich mit Argumenten und Fakten untermauern lässt. Ja, dann scheiß diese Argumente und Fakten doch einfach mal aus und piss doch nicht gleich in die Louis Vuitton-Eierkneifer, wenn ihr mal eine Meinung vertretet, die man sezieren und auseinandernehmen kann. Ihr habt es in 56 Videos und einer Stunde permanentem Gespeichel nicht geschafft, auch nur eine fundierte Aussage rauszuhauen. Es geht um den Blick auf die Schäden, die die Corona-Maßnahmen auf vielerlei Art anrichten. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche um einen wichtigen Teil ihres Lebens betrogen werden. Es geht darum, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es geht um eine Rhetorik von Wir und Gemeinsamkeit, die schon deswegen falsch ist, weil offensichtlich nicht wir alle da gemeinsam drinstecken, sondern in sehr unterschiedlichem Maße. Die Schere von Arm und Reich geht immer weiter auf. Es geht am Ende auch um den bekannten Slogan, Leave no one behind. Ihr seid Teil des Problems der Schere zwischen Arm und Reich. Jeder Absatz, der hier verfasst wurde, dient genau dazu, den Leuten zu appealen, die sich just in diesem Moment über die Scheuklappen dieser Kapitalfreunde abfacken. Sie haben einfach die größten Kritikpunkte der Zivilbevölkerung hier hingeklatscht und denken immer noch, sie würden irgendwen von uns hart buckelnden BRD-Sklaven vertreten. Tut ihr nicht. Ihr seid schon lange kein Teil mehr von uns. Basically my message is fuck yourself. Because that is so fucking absurd, what retarded amateur idiots. Wir sind bei all jenen, die zwischen die Fronten geraten sind, den Verängstigten, den Verunsicherten und Eingeschüchterten und jenen, die verstummt sind. Uns geht es darum, endlich offen, respektvoll und auf Augenhöhe miteinander zu reden. Niemand von euch hat Zukunftsängste. Niemand von euch hat Angst vor einem Jobverlust. Niemand von euch musste je Angst haben, dass die Krankenhäuser keinen Platz für die Verwandten von Wohlhabenderen hat. Ihr wollt auf einer Augenhöhe mit den wirklichen Verlierern dieser Pandemie reden? Dann verlasst eure unrechtmäßigen Willen, sucht euch einen verschissenen Job und kommt auf ein nicht fünfstelliges Gehalt klar. Ich gebe euch genau, sagen wir, 3 Monate, bis ihr alkoholabhängig werdet und über eure Augenringe stolpert. Dies ist kein offizielles Statement von sämtlichen TeilnehmerInnen der Aktion. Die Gruppe hat keinen Kopf und keine gemeinsame Stimme. Das Projekt ist kollektiv entstanden. Die Gruppe ist divers. Die Meinungen gehen auch hier auseinander. Wir halten das aus und pflegen zivilisierten Umgang. Jeder kann in der Öffentlichkeit sprechen, jedoch immer nur für sich. Einige aus der Gruppe sind erschrocken über den Shitstorm und haben sich auf dieses Statement geeinigt. Andere ziehen es vor zu schweigen. Beides ist legitim und in Ordnung. Das Statement war komplett beschissen und ihr seid absolut eingeknickt. Wieder habe ich keine reelle Kritik gelesen und nur dieses alienhafte Geschauspielere, um so zu tun, als wenn man ein Mensch wäre. Hashtag fuck Nazis und so, ne? Trauriger Haufen, der sich jetzt hoffentlich bald einen Job an der Rewe-Kasse suchen muss, weil die böse Cancel Culture zugeschlagen hat. Wer Bock hat, kann jetzt in diese Playlist gehen, wo ich jeden einzelnen dieser Volkshelden analysiere und ausführe, warum sie nicht mal die Bordsteine unserer Straße repräsentieren. Hashtag, ich warte immer noch auf den ersten Lockdown. Hashtag, Kartoffelpromis in die Guillotine. Hashtag, weg mit der BRD. Schau.